jetzt sieht man das Match. Niceface konnte das Game mit dem ersten Hit eröffnen. Und connected auch erstmal seine Port, ja. Walter White wird schon early gekillt, konnte sein Flügel absolut nicht ausnutzen. Und Niceface geht somit in den Lead. Sehr viel nähere Spamme von Niceface. Und ja, Seacrack und so erst. Ja. Das war ein garantierter Kill für Walter White. Okay. Schöner Shield Approach, hat bloß nichts gebracht. Und die Bombe richtig gut platziert, bloß auch richtig gut geplayt von Justin, dass er mit der Upbeat nicht gehittet wird. Beides jetzt auch relativ even wieder. Niceface mit einem leichten Damage-Vorteil, aber es kann sich immer noch alles hier drehen. Up-Tilt killt nicht, war aber sehr knapp an der Blast Zone. Und Up-Throw macht es auch noch nicht. Oha, Justin war sehr geduldig mit dem Schild. Schild ist fast im Eimer. Und er greift ja an mit der Neutral B und Niceface ist jetzt im Rückstand. Sehr interessantes Match. Ich dachte, es würde relativ schnell umgehen. Bonus für halt, also dass Niceface das Match gewinnt. Aber aktuell scheint Justin aus seiner Situation richtig gut was rauszuholen. Sowohl Walter White, tut mir leid. Der Up-Throw hat jetzt auch mal endlich gekillt. Und Walter White ist trotzdem noch Prozent-Lead von 65%. Down-Tilt connected leider mit nichts und kein Killscreen-Kill. Erstes Game geht an Walter White. Uiuiui, Sephiroth. Das war ja, das war richtig early. Holy moly. Die picken jetzt wieder neue Chars. Wahrscheinlich immer noch dieselben. Ja, sie bleiben auf Link und Sephiroth. Und mal schauen, ob Justin das Game holen kann, damit er 2-0 hat und das letzte Game eventuell dann auch noch für sich beanspruchen kann, weil es jetzt aktuell Best of 5 ist. Weil, ja, hier wird nämlich ab der Top 8 Best of 5 gemacht. Soweit ich jetzt weiß. Schöne Upbeat auch noch Shield. Aber immer wieder dieses eine kleine Projektil von Sephiroth an Link ist auch ganz nervig. Backthrow, Back Air. Mit Down Angled Tilt, okay. Forward Throw und Neutral B wird gecancelt zu einem Up Smash. Okay, Walter White muss aufpassen mit der Bombe. Die könnte nämlich, hätte auch nochmal gefährlich werden können. Wurde aber gerade eben von Niceface gezündet. Und Down Smash killt nicht. Es wird jetzt relativ eng. Und oh, da wurde es nicht getaggt. Niceface geht in den Lead und auch mit dem ersten Kill dieses Games.
schöne Forward Air. Und das war ein schöner F-Tilt von Walter White. Walter White spielt mit dem Boomerang, Walter White sag ich schon, Nice Face spielt mit dem Boomerang sehr patient, hat die Bombe in die falsche Richtung wahrscheinlich geschickt und Roll Get Up, oh, richtig schöner Roll, damit der F-Tilt von Link nicht connected und Nice Face ist wieder im Lead. Also, wenn Niceface das jetzt gut rausspielen könnte, hat er sogar dieses Game gewonnen. Könnte er das gewinnen. So rum. Schöner Neon Shield. Ist vor allem noch relativ, ich glaube sogar noch einigermaßen safe, wenn man nicht sofort drauf reagiert. Also nicht sofort ein Frame, nachdem die Nair zu Ende ist, meine ich halt. Schöne Abi-Idee. Und da kommt die Dash Attack von Link und es ist das 1:1. Oh Mann, tut mir leid. Link und Sephiroth spielen immer noch gegeneinander. Und wir werden sehen. Okay, man sieht auf jeden Fall, sie spielen auf Battlefield. Könnte sehr gut für Link werden. Für Niceface, weil dann Projektile aus kontrolliert mehreren Ebenen spielen kann. Und für Sephiroth könnte es aber auch in Ordnung werden, wenn die Side-B und die Neutral-B dann auch connecten. Walter White auf jeden Fall jetzt gerade im Damage-Nachteil, poked aber mit der Up-Air Nice Face weg und joa. Der Forward, was für Abwehr. Schönes Shield Pressure auf Walter White von Nice Face und wir sehen hier, glaube ich, schon gleich den ersten Stock fliegen. Das war. Okay, ja, ich kann dazu nichts sagen. Okay, die Bombe wurde gereadet, aber zu früh von Walter White, deswegen auch. Ja, jetzt ein Deckel für Nice Face. Oha, er lädt die YouTube komplett auf und das war der Kill für Walter White. Er geht aber direkt auf Pressure, damit der halt richtig gut zu arbeiten hat, der Walter White. Nice Face approached ihn mit einem Bomb Drop und beide sind ungefähr 38% auseinander entfernt, sogar jetzt noch mehr. Und Walter White wäre gerade fast wieder an der Bombe gestorben. Backthrow von Niceface für die Bombe, damit Walter White von der Bombe getroffen wird. Er rollt, da kommt der Grab, Forward Throw, Pfeil. Und das ist eigentlich ein garantierter Kill. Ja. Niceface hat jetzt wieder den Lead. Und Walter White versucht hier gerade
alles irgendwie noch sicherlich um das Game versuchen zu drehen. Ich sehe kaum, aber ich sehe ganz, ganz wenig Side B noch von Waterwild. Okay, schöner Grab, Backthrow. Und das kann leider nicht ausgebaut werden zu irgendeinem Kill-Confirm. Man sieht auf jeden Fall, dass Nice Face Damage Lead langsam hat und dass Water White wahrscheinlich das Game droppen wird. Sehr wahrscheinlich. Ja, da kommt die Upbe und das ist das zweite Game für Nice Face. Die beiden bleiben bei den Chars. Weiterhin. Man sieht keinen Switch von Walter White auf Donkey Kong, wie zum Beispiel gegen Scorpion. Und man darf sich auf PS2 ein sicherlich ein gutes Battle ansehen dürfen. Oh, schöner Reflektor-Counter von Water White auf Nice Face. Aber schöner Read, dass Water White in Anführungsstrichen High recovern wird. Jetzt ist auf jeden Fall der Modus, jetzt auf jeden Fall der Modus drin, dass Water White Sephiroth, dass er halt erstens einen extra Jump hat und zweitens seine Smash-Attacken alle Super Armor haben und hat die Bombe sehr schön ausgenutzt. Also hat seine Neutral Beam schön benutzt, um die Bombe zu zerstören. Down Throw into Neutral Air, Up Air und das ist der Lead für Water White. Water White recovert sich gerade so noch, hat die Bombe in der Hand, Backthrowt, hat näher in die falsche Richtung gemacht und da kommt die Abi zum Ausgleich wieder. Wieder sehr even mit den Prozenten gewesen und man wird sicherlich hier noch ein bisschen Projectile-Spam hier sehen. Schön wieder den Counter auf die Neutral Air gemacht und ja, das war auch sehr gut getimt mit dem Getup und der Invincibility. Schöner F-Smash auf mit einer Neutral B-Bombe rettet jedoch Nice Face und die Bombe hat jetzt wieder Water White. Okay. Es wird ein Terrorwechsel mit der Bombe. Oh. Das war close. Neutral Air, um Water White wegzuhauen von Nice Face. Und die Bombe wird gezündet. Ist noch nicht in den Killprozenten von Sephiroth. Und ja. Oh, er grabbt, up throw, killed.
Und somit hat jetzt Nice Face das Game gedreht und ist im Lead. Kann das jedoch auch super, super schnell umdrehen, indem er... Stimmt, das ist ja das eventuelle... Stimmt, das ist ja das eventuelle Winners-Set von Dingsens, von Nice Face. Und jetzt steht es übrigens 1-1. Schöner F-Smash-Kill von Walter White gewesen. Und mal schauen, ob wir jetzt noch ein patient oder aggressives Gameplay sehen. Forward Tilt Reread von Justin gerade eben von Walter White und Down ist... Oh, der ist noch nicht tot. Ui. Es könnte... Das ist übrigens das eventuell finale Game. Da kommt die Up-B und das war's mit Walter White.